Hallo, liebe Klugscheißer! Man liest ja häufig, dass Deutschland in Sachen Technik und Digitalisierung weit hinten liegt. Dabei gibt es auch hierzulande industrielle Revolutionäre. Zum Beispiel in Lemgo. Lisa hat dort mal das IOSB INA besucht und hat sich auf eine Entdeckungstour durch eine Fabrik der Zukunft und ein Cyber-Security-Labor gemacht. Viel Spaß! Hallo? Hallo Lisa! Hallo! Willkommen in der Smart Factory OWL. Leider verspäte ich mich ein bisschen und ich habe jetzt meinen Sheldon Bot, unseren Telepräsenzroboter, mitgebracht, der dich durch die Smart Factory führen wird. Das ist ja mega cool und ich laufe dir jetzt einfach hinterher. Sascha Heimann ist Mitarbeiter bei Fraunhofer in Lemgo und Wissenschaftler aus Leidenschaft. Er führt mich durch die Forschungsfabrik, die durch eine Kooperation der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und Fraunhofer IOSB INA entstanden ist. Hi. So, jetzt bin ich endlich auch persönlich super. Da. Ja, ziemlich smart bei euch, was ja, hier alles definitiv. So los ist. Ja. Was wird hier gemacht? Hier haben wir jetzt einen intelligenten Handarbeitsplatz, bei dem der Mensch unterstützt wird, Dinge zu fertigen. Normalerweise braucht er da Papieranleitungen für. Und hier haben wir jetzt mit einem Beamer und einer 3D-Tiefenkamera, wie bei der Xbox-Spielekonsolenkamera, im Prinzip eine Anweisung, die der Werker dann hier abarbeiten kann. Also kann ich dann zukünftig so auch meinen IKEA-Schrank zusammenbauen? So könnte man tatsächlich auch in Zukunft einen IKEA-Schrank zusammenbauen. Dafür bräuchte man vielleicht auch eine mobile Variante. Das hier ist jetzt sehr statisch für einen Handarbeitsplatz. Aber die mobile Variante wäre zum Beispiel, hier jetzt so eine Augmented Reality-Brille zu nehmen. Mhm. Die kann man sich dann im Prinzip in seinem Wohnzimmer einfach auf die Nase setzen und stellt sich vor seinen Pappkarton und kriegt dann im Prinzip eingeblendet, welche Werkzeuge man nehmen muss, welche Wände man quasi zusammensetzen muss. Das heißt, das, was ihr entwickelt, erleichtert dann die Arbeit, aber es ersetzt nicht die Menschen, oder? Nein, auf keinen Fall. Bei uns steht der Mensch ganz klar im Fokus. Der Mensch soll seine Flexibilität ausspielen können. Roboter haben immer das Problem, dass sie ja nicht feinfühlig genug sind. Der Mensch hat mit seinen Händen natürlich diese Flexibilität, das zu tun. Und mit so welchen Assistenzsystemen können wir den Menschen aber unterstützen, Dinge zu tun, die er vorher noch nie getan hat. Immer da, wo stupide Arbeiten sind, wo zum Beispiel der Mensch jetzt so eine Palette füllen müsste und ständig irgendwo was einlegen müsste, das ist sehr monotone Arbeit. Wenn man das den ganzen Tag machen müsste, dann wird man irgendwann müde und macht auch Fehler. Und das können wir dem Roboter sehr schnell hier abgeben. Und da er, wie gesagt, diese Sensorhaut hat, würde er mich jetzt auch nicht verletzen, wenn ich in seinem Arbeitsbereich mich jetzt aufhalte und was anderes hier mache. Mhm. Und kann so mich dann unterstützen. Cool. In der Smart Factory OWL geht es vor allem um die Entwicklung neuer Technologien und die intelligente Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Industrie. Anders als zu Hause, wo wir Geräte wie Radio und Fernseher auch mal ausschalten können, müssen Maschinen und Industrieanlagen häufig rund um die Uhr funktionieren und dürfen nicht ausfallen. Auf dem Campus arbeiten Studenten der Hochschule, Fraunhofer Wissenschaftler und Unternehmen eng im Zentrum Industrial IT zusammen. Neben der smarten Fabrik gibt es auch ein Labor für Cybersecurity. Denn die Maschinen, die ich gesehen habe, müssen mehr als nur funktionieren. Sie müssen auch sicher sein. Simon erzählt mir mehr. Ja, Simon, ziemlich gechillter Arbeitsplatz, würde ich sagen. Gib's zu. Ist das der Grund, warum du hier bist? Ja, einer der Gründe. Ich wollte ganz gerne einen Studentenjob haben, wo ich ein bisschen mehr Praxiserfahrung sammeln kann. Ich habe vorher immer Studentenjobs gehabt, wo ich dann nicht so viel in der Materie drin bin, in der ich gerne auch später arbeiten möchte. Woran wird hier genau geforscht? Wir haben hier unter anderem Bildverarbeitung und maschinelles Lernen. Und ich bin jetzt gerade in dem Team Cybersecurity und wir beschäftigen uns mit Sicherheit in industriellen Netzwerken. Dass man keine Roboter hackt und so? Genau, wir haben ein Lernlabor hier. Das ist ziemlich besonders. Es gibt nur 6 in Deutschland und das ist eins davon. Wir können wirklich an echten industriellen Maschinen arbeiten und die auch wirklich angreifen und hacken. Das fand ich sehr faszinierend. Also wenn wir jetzt unsere Eule nochmal haben, vorhin von dem Förderband, was sollte man jetzt für ein Interesse daran haben, diesen Ablauf zu stören oder sich da einzuhacken? Zum Beispiel kann es ja sein, dass es 2 Unternehmen gibt, die miteinander konkurrieren. Und dann kann das eine Unternehmen einen Cyberangriff starten an das andere Unternehmen. Und das hat dann zum Beispiel zur Folge, dass manche Produkte nicht mehr richtig produziert werden und dadurch die Qualität nicht mehr so gut ist. Und das hat dann auch zur Folge, dass manche Kunden dann dieses Produkt nicht mehr kaufen wollen. So nach dem Motto, ich störe deine Joghurtproduktion, meiner läuft besser. Wie kann man sich denn schützen?
Ja, also es gibt da erstmal die Möglichkeit, diese Angriffe überhaupt erstmal zu erkennen. Das ist das Wichtigste, dass man überhaupt herausfindet, dass man angegriffen wird. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, so ein System zu isolieren, damit es eben dann geschützt ist von äußeren Zugriffen. Und es gibt auch Angriffe, die eine große Auswirkung hätten, zum Beispiel wenn sich jetzt jemand in ein Atomkraftwerk einhackt. Das ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit. Ist das was, wo du sagst, das sind so die Herausforderungen der Zukunft oder die größten Herausforderungen? Ja, sicherlich. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist das, woran wir arbeiten, dass wir solche Systeme dann auch wirklich sicherstellen können. Was würdet ihr gerne mal hacken oder in einer Smart Factory entdecken? Das reimt sich. Und welche Forschungsthemen interessieren euch sonst noch so? Schreibt das alles unbedingt mal in die Kommentare. Tja, naja, das war's auch schon. Also dann, bis bald.